Willkommen zurück zu Donkey Kong 64! Vierte Welt, Aqua-Albtraum. Und wir müssen nochmal ans Anfangsareal. Weil dort gibt es noch einiges. Wir konnten den Wasserpegel ja erhöhen beim Leuchtturm. Und das hat Auswirkungen auf die ganze Welt. Auf diese ganze Wasserwelt meine ich natürlich. Und hier haben wir uns mit Lenky schon mal unsere Blaupause abgeholt. Das ist sehr schön. Aber diese Kanonenkugel muss, wie in Donkey Kong Country 2 Manier, da hinten in die Kanone rein. Schätze ich zumindest, einfach mal so. Es war immer so. Ich wollte nur den Kasplaten jetzt mal weghaben, deswegen habe ich die Triangel rausgeholt, weil der könnte stören. Hüpsa. Und dann mal schauen. Habe ich aber schön gemacht. Laufe ich den Weg halt komplett zu Ende, mein Gott. Das war nicht so gedacht. Lauf halt hin. Warte, WTF? Was ist los? Was muss ich machen? Hallo? Oh, hi, hi, hi. Wie geht's? Boah. Wie träge. Also echte Kanonen haben ein bisschen mehr Feuer eigentlich. Wo bist du, hey? Getroffen. Der nächste ist... Boah, da hinten. Ey, das kann mit der Zeit doch gar nicht hinkommen. Oh. Boah, Alter. Extrem. Nochmal. Der hat mich schon eine Sekunde vorher rausgeschmissen. Skandal. Mann, verpiss dich, du nervst. Ich bin größer als du, hast du gesehen? Okay. Das ist jetzt ein bisschen, naja, ein doofes Spiel. Aber es gehört halt dazu irgendwie. Aber schon die Zeit ist sehr knapp, ey. Nicht getroffen. Jetzt da hinten. Oh! Ey, das hätte noch als Treffer zählen können. Ach, Moment mal, wir müssen gar nicht so viel abknallen, sondern... Treffer? Das sind die Kanonen, wie viele wir haben. Ach so. Komm, geh baden. Ich hasse dich. Ach so, ich habe gedacht, das sind 6 Ziele. Wir haben 6 Schuss übrig. Na, das ist gut. Dann sieht die Sache wieder ein bisschen anders aus. Es sind scheinbar nur diese 3, die wir jetzt alle bashen werden. Ist doch klar. Ist doch klar. Also bei jedem dürfen wir einmal daneben schießen. Aber sollten wir nicht unbedingt. Ist nicht zwingend erforderlich. Meine Herren. Oh, das ist nicht gut hier. Kasplatt! Ach, Kinders! Komm, wir schnappen uns die Kanonenkugel so und hauen die so rein. Das geht. Scheiße. Komm, Triangel raus. Mensch, mach mich jetzt aggressiv. Ich wollte in diesem Part noch viel mehr erreichen. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Kanonenkugel, hey. So ein Blödsinn. Wie die Kanone fällt, eine Kanone in der Kanonenkugel. Andersrum, eine Kanonenkugel in der Kanone hat ganz schön Druck drauf, damit das Riesending fliegt und nicht so runterfällt noch nach 2 Metern. Das ist ja nett hier, Frauenfußball. So, diesmal. Ich habe 4 Schuss in 20 Sekunden, also hör mal. Oh Gott. Fall doch. Ey, wieso man den anständig treffen? Das ist doch schwul. Es darf nicht wahr sein. Was ist das denn für ein Spiel, ey? Da muss ich, um meine Aggression rauszulassen, erstmal hier den Ballon abknallen. Damit ich weiß, dass ich noch über Präzision verfüge. Jetzt weg damit. Der Kasplat ist auch ein bisschen ungünstig platziert, hey.
Nächster Versuch. Daran soll es doch nicht scheitern. Aber das letzte Ding da hinten ist schon ein bisschen dumm und schwer. Okay, das war ein Treffer. Oh Mann, es muss... Ich dreh durch. So perfekt. Aber jetzt... Na toll. Ich hätte so einen Schreianfall bekommen, wenn es jetzt noch einen vierten gegeben hätte. Aber weiter weg und gefährlicher kann es nicht sein. Der hat mich getroffen. So, und unbedingt nochmal mit Tiny hier hin. Die übrigens so keine goldene Banane hat. Wird sie hier wohl auch nicht bekommen. Furchtbar das alles. Zum Durchdrehen! 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 Tiny, kannst auch mal wieder was machen hier. Warum hat man eigentlich der ihre Sachen hier so hingeschmissen? Ich meine, die hat hier normal nichts mehr zu suchen. Naja. Ungelöste Geheimnisse. By the way, wir haben ja den Auftrag von der Meerjungfrau bekommen, ihre Perlen zurückzubringen. Tja, ich weiß aber nicht mehr, wo die sind. Das muss mal erwähnt werden. Ins Schiff konnten wir auch noch rein, aber... Soweit ich weiß, nur mit Lanky und... Wie? Das weiß ich nicht mehr. So, Leute. Was haben wir hier eigentlich? Lanky-Schalter? Tiny-Schalter. Was bewirkst du? Okay, das weiß ich, wo es ist. Wollen wir hinschwimmen? Dann schwimmen wir doch mal hin. Wenn wir schon so frei sind. Also ich glaube es zu wissen. Niemand weiß es. Aber es ist richtig. Genau hier befindet sich dieses aufrecht untergegangene Schiff. Aufrecht liegende Schiff. Und ich weiß nicht mehr, was uns hier erwartet. Oh ja, Klimmer ist dabei. Kennen Sie noch Klimmer? Okay, das sind die alten Schiffe von King K. Rool, ganz klar. Hier ist immer eine gute Atmo. Allerdings ist unser Sehvermögen beschränkt, absichtlich. Okay, umgucken. Umgucken. Alles King K. Rool mit seiner Büchse. Hm. Hier geht's weiter, aha. Ein Seestern mit Taucheranzug. Da haben wir ein... Bonusfass. Okay, nehme ich zur Kenntnis, aber hier muss es noch Bananen geben oder so ein Kram. Im Moment sehe ich nichts. Na egal, komm, gehen wir erstmal uns treffen lassen und dann ab ins Bonusfass. So ein bisschen Spiel, Spaß und Abwechslung kann ich jetzt gut gebrauchen. Kremling Crash. Das war, glaube ich, ganz akzeptabel. Das hatten wir auch schon mal. Okay. Einfach so viele Kremlings treffen wie möglich. Dafür kann man auch wild schießen, weil die tauchen auch ziemlich willkürlich wieder auf. Und bis man die anvisiert hat, dann sind sie meistens schon wieder verschwunden. Also Random Bashing ist hier vielleicht... angebracht. Nicht ganz random, sondern auch ein bisschen gucken, wo sind sie, aber kann auch wild schießen, also nicht sparen hier mit der Munition. Man hat unendlich Munition. Und ihr seht, es scheint zu klappen. Perfekt. Aber auch dieses Spiel wird noch schwieriger. Im Laufe des Games.
Und da hat sie auch ihre erste goldene Banane. In dieser Welt. Tja, es wundert mich, dass hier nichts mehr ist. Seltsam. Reichlich merkwürdig. Kamera, ey. Das ist dieser King K. Rool, wie es ihn in der zweiten Dings gab. Donkey Kong Country 2. Okay, ja, mehr hier ist sie nicht. Hier sind wir reingekommen. So geht's auch wieder raus. Wenn dieser Lanky-Schalter dann bewirkt, dass wir unten hin können mit Lanky, dann werden wir das wohl tun. Haben wir hier noch was Cooles? Hier waren wir, glaube ich, doch schon mal. Ja, ja. Hier waren wir schon mal. Hier gab es Münzen. Beziehungsweise Bananen für irgendeinen. Coole Sache. Hier in der Mitte ist noch ein Riesenschiff. Auch hier gibt es für jeden Kong, außer jetzt wahrscheinlich für Tiny, einen Eingang. Okay, Wechsel zu Lanky. Und dann können wir auch mal als Enguarde versuchen, den Ring jetzt endlich mal durchzuschwimmen. Bei dem erhöhten Wasserpegel vielleicht ein bisschen einfacher als zuvor. Okay, schade. Hoffentlich am selben Schiff. Sieht so aus. Sieht stark danach aus. Nix wie hin. Oh, da oben ein blauer Ballon. Merken, merken, merken. Blauer Ballon. Gut. Ich bin schon relativ gespannt. Oh, einzelne Bananen. Klimmer, eile herbei. Na toll. Führt uns geradewegs zu einem Enguarde-Fass. Kiste. Jetzt können wir die ganzen Schatztruhen zerlegen. Und unter anderem diesen dezenten Weg zur goldenen Banane auftun. Wir machen alle auf. Ich will um Gottes Willen keine Bananen verpassen. Bislang sind es nur Bananenmünzen, aber dennoch. Es sind nur Bananenmünzen. Aber trotzdem. So, ich schätze, Enguarde kann da nicht weiter. Oder doch? Scheinbar doch. Warum sollte er auch nicht? Gucken, hier gibt's auch. Leuchte doch mal, Klimmer. Aber hier gibt's nichts mehr. Wenn wir jetzt uns da drüben an dem Gitter umgucken, das müsste der Bereich sein, wo wir mit Tiny waren. Richtig, da ist der Seestern und alles. Also es nimmt wieder ein bisschen Texturen an. Wir kommen in der Welt ein bisschen weiter voran. Ach, diese Münzen. Ach komm, jetzt entwickle ich langsam so einen absoluten... Naja gut, ich muss nicht unbedingt alle Münzen haben. Wir haben ja schon in der zweiten Welt gesehen, dass Bananenmünzen fehlen und die zählen nicht zu 100%. Die sind einfach nur ein Zahlungsmittel, Leute. Die sind mir auch ein bisschen zu dumm versteckt. Also nicht versteckt, sondern die liegen überall blind rum. Damit, wenn man die alle einsammeln will, hey, da wird das Let's Play nochmal um 10 Parts verlängert. So, erstens der Ballon. Komm schon. Trauben. Ich frage mich immer noch, warum ausgerechnet Lanky sich in Enguarde verwandelt. Der neueste Neuzugang unter den Kongs bekommt den ältesten Veteran überhaupt. Na egal. Wir verwandeln uns in selbigen, springen dann endlich mal durch diesen Ring. Damit öffnet sich ein neuer Weg. Aber dazu dann später mehr. Au ruck. Oh, immer noch nicht ganz einfach. Okay, ein bisschen Anlauf. Anlauf? Ein bisschen anschwimmen.
und Hauruck. Geschafft. Wir müssen es mehrmals machen. Weiter geht's im nächsten Part, Leute. Bis dann und ciao.